Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play NHL 16 zum Spiel Adler Mannheim vs. die Wolfsburger Grizzlies. Und wir mussten ja den Part ziemlich drastisch beenden, weil ich habe nämlich einen Anruf bekommen und da musste ich leider rangehen. Der war dringend. Und deswegen tut es mir leid, dass der Part so ein bisschen plötzlich aufgehört hat. Aber dafür wird der Part jetzt richtig geil. Und es geht weiter mit dem dritten Drittel. Es steht meiner Meinung nach 5:0. Ich kann mich auch irren, es kann auch nur 4:0 stehen. Ich habe da keine Ahnung. Los geht's. Third period about to begin. The rear view mirror will help us with the first two. And so will Edzo. Ja, 5:0. Ich habe doch recht gehabt. With a pretty solid lead, but they know that their opponent's gonna come after them. So let's see how they play it. Will they be defensive first or look to add to the lead that they have? Ah, schöner Schuss. Glides across. That one's das. Der ist, glaube ich, von dem Mannheimer geblockt worden. Also drei Torschüssen haben wir jetzt schon allein in diesem Drittel. Wir testen den so ein bisschen aus. Hier sieht man nochmal die Torschuss. Ja. Oh, war der so knapp, der wäre beinahe ins Tor reingegangen. Oder verlieren wir beinahe noch den Puck? Ah, schade. You want to score goals, you have to go to this area. You gotta find a way to put it in the net. Schlechter Pass, der geht nämlich zu Wolfsburg. Aber Dennis Andrasselt mal wieder. Routine stop for the goaltender. The shooter's gonna have to do a much better. Da sehen wir nochmal der Torschuss von Wolfsburg. Die haben ja bisher nicht viel gerissen, hatten wenig Torschancen. Und damit darf es auch so bleiben, dann wäre das nämlich gut für unseren Torhüter. Ah, geblockt. Ah, Mist, da kommen wir nicht zum Abschluss. Da stand einer direkt vor uns, denn der geht gerade alleine aufs Tor. Und dann hat er ihn unter Kontrolle, Dennis Andras. Oh, Marcel Gutsch, Marcel Gutsch. Oh, Torbrustschuss. Was ein Ding. Zweites in diesem Spiel. Und was für ein schönes. Der holt nämlich wenig aus und macht es dann. Marcel Gutsch, unser Torschütze. Da kann man es mal sehen. Der trillt den so rein. Also der drillt sich so ins Tor. Und 6:0 jetzt. Was habe ich vergessen zu sagen? Und es war ein Assist von Wagner und Andras. Ah, der wird geblockt. Und er wird nochmal geblockt. Und dann muss ich ausrasten hier. Und er wird schon wieder geblockt. Und dann ist er drin. Jo, Wonnie Arendt hat auch schon 2 gemacht in diesem Spiel. Great weight transfer on this slap shot. Oh, he's trying to be aggressive though. He just can't get out there quick enough to stop this shot. Ja, hier das We Will Rock You, das muss da einfach mal sein. Die Hälfte ist geschafft vom letzten Drittel. Ah, schöner Schuss. Und da läuft er beinahe ins eigene Tor rein, der Wolfsburger. Oh, jetzt wird es nochmal gefährlich. Aber Dennis Andras ist zur Stelle. Matthew Kelly hat hier den Schuss versucht, aber der kommt nicht an und der geht jetzt zum Wolfsburger. Was können sie machen?
Oh, ich glaube, dass da sogar noch der Schläger von dem Verteidiger drin war. Oh, da lässt es sich den Puck abnehmen, lässt es sich quasi klauen. Aber Andras, das kennen wir ja alles. Der hält, der hält. Und er hat den Adler sogar auf dem Kopf. Nicht im Kopf, nicht aus dem Kopf, sondern auf dem Kopf. But he finds the puck and makes the stop. A little under 7 minutes left to go in the third. Adler Mannheim's reputation for piling up goals is further enhanced. This is a blowout. Oh, da holen sie sich den Puck, obwohl wir das Bulli gewinnen. Moving it to Gotch. Oh, und der Pass war sehr, sehr schlecht. Also schlechter geht's gar nicht. And that one turned aside. Directing that one to Gotch. Irgendwie hat die Audio gerade Probleme. Und wir machen einen Fehlpass nach dem anderen. Jetzt mal wieder im Angriff. Marcel Gutsch. Und er versucht es ein zweites Mal und scheitert. Ein zweites Mal. Und auch der dritte Versuch blieb ohne Erfolg. Schön gestört, aber sie haben immer noch den Puck, aber Marcel Gutsch hält schon wieder. Mittlerweile steht es 7:0. Ich glaube, wenn wir mit dieser Saison fertig sind und wir haben noch Zeit, dann zeige ich euch mal ein bisschen den Ultimate Heap Modus. Da habe ich zwar auch schon angefangen, aber das kann ich dann als einfach als Bonus. Oh, was ein Fehlpass. Da haben wir eben gerade Glück gehabt. Ah, das haben sie gut verteidigt, die Wolfsburger. Gerade eben diesen Angriff. Aber wir können uns den Puck wieder greifen. Und dann verzapfen wir so einen Blödsinn. Just a remarkably desperate play by the goalkeeper keeps this one out. Adler Mannheim's prevailed on another faceoff. Wir gewinnen gerade irgendwie in der Verteidigung die Bullies, aber könnte er den Puck nicht behaupten. Adler Mannheim's in possession in their own end. Das ist irgendwie komisch. Das ist irgendwie Korall. Ja, Korall ist pink. Oh, pink ist eine schöne Farbe. Irgendwie, die Verteidigung schwimmt im Moment gerade ziemlich. Aber es sind noch 19 Sekunden. Das werden wir irgendwie über die Zeit kriegen. Oh, that was a reactionary save. Wonderful work in close and a brilliant save. Im Moment haben sie eine Torschuss nach der nächsten. Aber das sind die letzten Sekunden des Spiels. Nochmal ein Schuss und dann ist es vorbei. Überstanden. 7:0. Nächstes Spiel ohne Gegentor für Dennis Andras, der zum Schluss in den letzten Sekunden ein souveränes Spiel gemacht hat. Und hier sehen wir die traurigen Gesichter von Wolfsburg, die die nächste Pleite einfahren. Aber was willst du denn gegen den Erstplatzierten machen? Der ist einfach bärenstark. And again, we thank you for watching. We hope you enjoyed the evening as much as we did. For Eddie Olczyk and Ray Ferraro, Mike Emmerich saying good night. Und das war's mit diesem Spiel. Nächstes Spiel abgehakt. Auf dem Weg zum Titel. Und ich bin mal gespannt, gegen wen wir als nächstes spielen. Während wir hier einen schönen Ladebildschirm zu sehen haben. Ah, gegen die Berliner. Ich bin ein Berliner. Oh, und es hat sich wieder was getan. Eisel und Roosters ist nun Fünfter. Aber vorne, die ersten drei Plätze, ist alles gleich geblieben. Ja, jetzt haben wir 36 Spiele hinter uns. 16 Spiele sind es noch. 16 mal 3, 30, 18, 48 Parts sind es noch.
Dann haben wir es erst geschafft. Und jetzt haben, das war jetzt gerade der 96. Part. 96, 6 plus 8 sind 14. 90 und 40 sind 130. 130 und 14 sind 144 Parts. Wir müssten demnächst nämlich auch die, den 100. Part erreicht haben. Ja, und das war's eigentlich von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen wollt mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.